auch und danke fürs Einschalten. Ich habe jetzt wieder ein Schmink- und Quatsch-Video für euch. Das heißt, ich bin gleich erstmal wieder ungeschminkt, nicht erschrecken. Und yeah, viel Spaß. So, hier bin ich dann mal wieder ungeschminkt, fast. Was ich schon drauf habe, ist der Naked Skin Concealer in Medium Light als Corrector. Das habt ihr in meinem letzten Video schon gesehen, wie ich das mache. Und meine Eyeshadow Base, ich habe wieder die von MAC genommen, weil ich die einfach aufbrauchen möchte. Ich wollte heute mal auf den Haarreifen verzichten, weil ich immer das Problem habe, wenn ich das zum Schminken drin habe, diesen Haarreifen. Und dann nehme ich den raus und versuche meine Haare zu stylen. Ich habe immer noch einen Streifen von meiner Kissen hier, glaube ich. Dann kriege ich meine Haare. Also das ist dann immer schwierig mit meinen Haaren irgendwie. Deswegen wollte ich das mal versuchen, wenn ich das... Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich benutze heute die Indefectible von L'Oreal. Ich habe die 220 und mein Zoeva Silk Finish Pinsel. Ich habe hier so eine Petrischale. Habe ich geschenkt bekommen, soll es aber in Apotheken geben. Habe ich gehört, für 2 Euro oder so. Ich finde das viel, viel angenehmer, als das immer auf dem Handrücken zu machen. Ich finde, da geht immer sehr viel Produkt verloren. Was ich jetzt vergessen habe, ist mein Gesicht einzusprühen mit Fix Plus. Das, ja, dann machen wir es heute mal ohne. Weil ich lasse das ja immer noch kurz einziehen, bevor ich dann meine Foundation aufmache. Und das möchte ich jetzt nicht. So, dann tupfe ich die erstmal so auf. Ich glaube, die Foundation ist mir heute ein bisschen zu dunkel. Aber ich wollte mich gestern Abend mit Selbstbräune einschmieren, aber es war dann doch zu spät. Kennt ihr die Serie Royal Pains? Die gucke ich zurzeit und ja, dann habe ich gestern Abend noch gedacht, ach ja, guckst du dir mal noch eine Folge an, habe die angeklickt und laden lassen. Ich sage nicht wo. Und dann war es eine Doppelfolge. Das heißt, es ging bis kurz nach 11. Und dann musste ich mich ja noch abschminken. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht, weil ich bin dann immer so gefangen. Und dann gucke ich eine Folge nach der anderen. Und ja, dann komme ich irgendwie zu nichts. Und ja, dann war es schon zu spät. Dann konnte ich das mit dem Selbstbräuner auch nicht mehr machen. Ich überlege, ob ich heute mal wieder auf die Sonnenbank gehe. Da war ich schon ewig nicht mehr. Sonst bin ich ja so alle 10, 14 Tage gegangen. Und jetzt war ich ganz lange nicht mehr. Mehrere Wochen. Ja, ich arbeite meine Foundation echt lange ein, aber das soll ja auch schön aussehen, ne? Ich finde übrigens, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich viel nicht ganz so scheiße aus wie im Display. So, sagen wir es, wie es ist. Ich wollte heute, weil ich habe ja so einen grauen Pulli an, habe ich gedacht, benutze mal meinen Stony von MAC und es passt auch zum Wetter. Es ist ganz furchtbares Wetter. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich da als Base drunter mache. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Das ist von Astor, so ein 24-Hour Perfect Stay Eyeshadow Liner in Waterproof. Und die Farbe heißt Cosmic Grey. Das ist so ein, ihr seht es ja jetzt, so ein Grau-Grün. Gebe ich einfach auf mein bewegliches Augenlid. Übrigens habe ich ja jetzt schon zum dritten Mal versucht, diese Cremes zu verlosen von Rossmann. Auf meinem Instagram-Account habe ich es diesmal versucht. Oh Scheiße. Was kommt, wenn man dabei quatscht, ey? Und es machen auch immer ganz viele Leute mit. Aber wenn ich dann die Gewinnerin anschreibe, kommt nichts mehr. Schon das dritte Mal jetzt. Es kann natürlich sein, dass sie sich nach dem Video meldet. Aber ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen angeschrieben, dass sie gewonnen hat. Und da kommt nichts. Warum macht ihr bei Gewinnspielen mit, wenn ihr dann die Sachen gar nicht haben wollt? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, warum benutzt du die Cremes nicht selbst? Ja, weil das für meine Haut nicht geeignet ist. Und ich mir nicht einfach irgendwas aufs Gesicht klatschen möchte. Außerdem ist das für junge Haut und meine Haut ist nicht mehr jung.
So, jetzt mache ich wieder diese Geschichte mit dem Puder. Jetzt nehme ich mir von Urban Decay die Farbe Naked. Gibt es auch in der, ich glaube, Naked 1 Palette. Habe ich aber nicht. Ich habe keine von den Naked Paletten, falls mich jemand fragt. Ich wurde da ja schon öfter gefragt, ob ich die habe, ob ich die mal vergleichen kann oder so. Aber ich habe die nicht. Ich habe keine der Naked Paletten. Ich hatte mal alle drei. Für mich sind die aber nichts. Ich habe mir dann die Farben rausgepickt, die mir am besten gefallen haben aus den Paletten. Habe die mir als Einzellidschatten bestellt, denn da sind so viele Farben drin, die ich einfach nicht benutze. Daher habe ich die dann wieder verkauft. Beziehungsweise die Naked 3 habe ich sogar verschenkt, weil ich die auch gratis zugeschickt bekommen habe. Und dann habe ich sie eine Weile benutzt und getestet und auch ein Video darüber gemacht. Habe dann aber gemerkt, dass das einfach nicht meine Farben sind. Und dann habe ich sie weitergegeben an jemanden, wo ich dachte, sie würde sich drüber freuen. Was ich jetzt mache? Was mache ich hier überhaupt? Ich habe jetzt den Zoeva 228, das ist der Luxe Crease, genommen. Der ist relativ groß. Der löst zurzeit so ein bisschen den Sigma-Pinsel, den ich sonst immer benutzt habe, ab und gibt das so in die Lidfalte, ja, und so ein bisschen Richtung Augenbraue. Ihr habt ja sicherlich schon ganz oft das Wort Transition Color gehört. Ja, dafür benutze ich das. Und jetzt muss ich mir überlegen, weil ich ja immer außen dann noch was Dunkles mache. Ich gucke jetzt mal in meine Schublade hier, was ich denn Dunkles nehmen kann. Das nicht. Das Komische bei mir ist, wenn ich mich für einen Einzellidschatten entschieden habe, so dann mache ich den Rest eigentlich auch mal mit Einzellidschatten. Es ist ein bisschen ballaballa, der Schuh, glaube ich, aber so mache ich das halt. Jetzt nehme ich versuche jetzt mal hauptsächlich diese Rose Golden Pinsel Dinger zu benutzen. 231 ist das. Der ist relativ fest und schmal. Und das gebe ich jetzt genau wie beim letzten Mal. Außen in den Außenwinkel. Außen in den Außenwinkel, genau. Wollen wir vielleicht so ein bisschen weiter über Serien quatschen? Ich bin ein absoluter Serien-Junkie. Und ich gucke unheimlich gerne Serien. Mittlerweile bin ich aber dazu übergegangen, ganz viele Serien, die ich mag, auf Englisch zu gucken. Über eine englische Website. Was ich sehr gerne gucke, sind so ziemlich alle Serien von Marvel, also Marvel und DC. Arrow, The Flash, Agent Carter. Carter werden wahrscheinlich die meisten sagen. Was ich außerdem gerne gucke, ist Supernatural. Agents of Shield, Vampire Diaries. Gott, das sind so viele. Ich kann nicht. Was ich immer mache, ist, wenn ich eine Folge gesehen habe oder so, ich schreibe mir das in meinen Kalender, weil ich sonst nicht weiß, bei welcher Folge ich aufgehört habe zu gucken. Wovon ich nicht so der Fan bin, ist Pretty Little Liars. Da, nee. Was ich auch gerne geguckt habe, war Revenge, aber damit bin ich durch. Und Heart of Dixie. Das ist ja jetzt auch beendet. Gibt keine neuen Folgen mehr. So, jetzt kommt Stony mit einem MAC 239er Pinsel. Ja, was ich auch gerne geguckt habe, war Bitten. Die meisten Serien, die ich in letzter Zeit irgendwie angefangen habe zu gucken, davon gibt es nur ein oder zwei Staffeln. Also habe ich nichts mehr zu gucken gehabt. Bitten, Twisted. Ja. Ich müsste meinen Kalender gucken, um euch alle nennen zu können. Bitte fragt mich nicht, wo ich die gucke. Informiert euch einfach mal selbst, fragt mal Google. Da gibt es genug Vorschläge. Ja, und zurzeit gucke ich halt Royal Pains. Das ist diese Serie mit diesem Arzt in den Hamptons. Den sein Bruder Evan R. Lawson dahin geschleppt hat und der da recht erfolgreich ist. Die machen hauptsächlich Hausbesuche. Und ja, das ist ganz witzig. Ich gucke sowas gerne. Ich bin aber auch echt
Ich setze mir was vor, meistens mag ich es. So, was mache ich denn jetzt hier unter meiner Augenbraue? Da habe ich gar keine. Dafür habe ich keinen Monolidschatten. Da muss ich jetzt gucken, was ich nehme. Nehme ich jetzt einfach mal meine Chocolate Bar. Das ist die zweite. Und dann nehme ich meinen Sigma E50. Und das ist übrigens jetzt die Reihenfolge mit Foundation und so, was ich letztes Mal gesagt habe, wie ich das immer mache. Jetzt kommt nämlich mein normaler Concealer. Naked Skin Light Neutral. Unter die Augen. Mein Beauty Blender, der natürlich angefeuchtet ist. Wie ihr seht, dauert das Einarbeiten auch gar nicht so lange. Jaclyn Hill hat mal gesagt, man sollte das machen. Auf der Stirn und so. Weil wenn man es nur unter den Augen machen würde, dann würde es quasi ein Ungleichgewicht geben. Dann wäre das nur hier highlighted und alles andere wäre bäh. Und um das quasi auszugleichen, damit sich das auch wiederholt, diese Highlights quasi, sollte man an anderen Stellen auch highlighten. Ich liebe diesen Spiegel, der ist von Ikea. Weil den kann man so schön kippen, so nach vorne, nach hinten. Das mache ich auch immer. Also ich nutze das voll aus. Irgendwann wird er mir auseinanderbrechen, glaube ich. Leider gibt es den nicht mehr zu kaufen. Ich hätte ja ganz gerne auch so einen Spiegel mit zwei Lampenreihen rechts und links für die Wintermonate. Wenn es morgens immer dunkel ist, wenn ich mich für die Arbeit fertig mache. Aber die kosten meist so um die 100 Euro. Und das ist ganz schön viel Geld, finde ich. Ist auch noch niemand auf die Idee gekommen, mir sowas mal zu schenken, zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Nein, nicht einfach so, sondern zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Obwohl ich das schon öfter erwähnt habe. Ja, manchmal übertreibe ich das so ein bisschen, aber jetzt machen wir noch so ein bisschen die Foundation. Was da noch so auf der Haut sitzt, einarbeiten. Was ich dann meistens machen muss, ist das hier in, seht ihr das? Weil ich da mal mit dem Beauty Blender drüber gehe, ist es egal, wie vorsichtig ich bin, das passiert mir immer. Touch up. Heute nehme ich zum Set meines Concealers mal dieses MAC Prep and Prime CC Powder in Adjust. Das ist peachfarbene, davon gibt es 3 oder 4. Es gibt ein gelbes, es gibt das peachfarbene. Dann gibt es so ein lila-stichiges. Ich überlege gerade, ob es auch so ein grünliches gibt. Da bin ich mir nicht sicher. Das mache ich übrigens mit einem Sigma E40. Und das ist das, was ich meinte. Das ist quasi der alte davon. Und das ist der neue. Das ist im Grunde der gleiche Pinsel. Aber auch irgendwie nicht. Der mit dem schwarzen Stiel ist noch einer von den ersten. Da steht noch SS sowieso drauf. Und das hier ist quasi dann der neue davon. Der ist aber viel fluffiger. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme. Ich nehme immer noch so die Reste, die am Pinsel sind und gehe nochmal hier so an meine Stirn. Beziehungsweise manchmal nehme ich sogar etwas nach, weil ich ja hier immer relativ schnell nachöle. Hat man ja auch in dem letzten Video, glaube ich, gesehen. Und gebe da nochmal so eine extra Ladung Puder drauf. Übrigens wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Das Feedback zu meinem letzten Schminken und Quatschen oder Schmink- und Quatsch-Video, das war echt unglaublich. Also ich habe damit nicht gerechnet. Als ich das geschnitten habe und dann hochgeladen habe, habe ich echt gedacht so, oh mein Gott, das ist so ein langes Video. Ich habe echt befürchtet, dass da irgendwelche Kommentare kommen von wegen langweilig oder dass ihr das blöd findet oder dass ich nur am Rumheulen bin oder... Ja, und dann kam halt so viel Positives. Danke. Das ist echt... Ich habe damit nicht gerechnet und ich habe das Video auch nicht gemacht wegen sowas, sondern ich wollte es echt mal ausprobieren, ob das was für mich ist, solche Videos zu machen. Und ja, ihr mögt es anscheinend. Ich finde es voll gut. Ich freue mich. Jetzt nehme ich wieder mein Creamy Bisque. Ich sollte das vielleicht auch mal erzählen, was ich mache, ne? Die ganze Zeit mich nur schminke und nichts sage. Das Problem ist, ich kann auch gar nicht solche Videos mit Voice-Over zurzeit machen, weil
Ich habe ja seit einer Weile einen neuen Laptop und das Mikro, was ich für meinen alten Laptop hatte, passt an den neuen nicht dran, weil da ist eigentlich überhaupt kein Mikroanschluss. Da ist zwar ein Kopfhöreranschluss, aber da ist kein Mikroanschluss dran. Und jetzt habe ich so einen Adapter bekommen von meinem Ex-Freund und wenn ich das dann anschließe, habe ich gar keinen Ton. Deswegen ist gerade ein bisschen doof und ja, durch den Umzug und so ist es bei mir finanziell momentan noch nicht drin, einfach irgendwelche Sachen zu kaufen. Wie gesagt, mir fehlen immer noch teilweise Möbel. Ich habe auf Snapchat gestern so eine Ecke gezeigt, wo ich mal überlegen bin, ob ich da so einen Tisch hinstelle, so eine Art Schreibtisch oder Sekretär. Zuerst wollte ich da eine Kommode hinstellen, aber ich denke mal so für Unterlagen, die ich hier zu Hause, also Rechnungen, Belege, die ich hier abheften muss, mal zwischendurch, ist das ganz praktisch, oder? Ich kann auch daran sitzen, meine Nägel machen, weil ich sitze sonst immer am Couchtisch so völlig krumm und mache da meine Nägel. Ich sollte mich vielleicht auch weiter schminken, ne? Ja, oder um da auch mal ein Video zu schneiden, weil, wie gesagt, ich mache das immer, ich hänge immer auf der Couch und mache das. Und das ist natürlich alles sehr krumm, ne? Ich glaube, das muss ich jetzt wieder. Kann ich nicht mitfilmen. Dann bin ich aus dem Bild, weil ich muss so nah an den Spiegel ran. Das funktioniert nicht. Meine Augenbrauen, ich lasse das jetzt immer erst trocknen, bevor ich an meine Wimpern gehe. Meine Augenbrauen mache ich heute mal mit MAC Omega. Omega? Omega? Es gibt wahrscheinlich 30.000 Arten, das auszusprechen. Das ist mein zweiter Pot übrigens schon. Ich suche allerdings eine günstigere Alternative, denn das nur für die Augenbrauen sowas Teures zu kaufen, finde ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Es geht, finde ich, aber echt schnell. Es ist sehr unkompliziert. Ich mag's. Ich suche aber, ich glaube, von Catrice gibt es ja so ein Duo. Das verstehe ich auch nicht, warum die ein Duo machen. Die dunkle Farbe brauche ich doch gar nicht. Warum muss ich dann beide Farben kaufen und dann die eine wegschmeißen nachher, die ich nicht brauche? Wenn ihr übrigens möchtet, dass ich das, ja, dass ich das vielleicht nochmal mache mit so einem Video, dann schreibt mir noch mal in die Kommentare ein paar Themen, die ich vielleicht ansprechen soll, über die ich sprechen soll. Dann können wir das gerne machen. Das Problem ist nur, ich denke, ihr merkt das, dass ich muss mich ja aufs Schminken konzentrieren und ja, normalerweise ist das so, ich schminke mich, höre dabei Musik und quatsche ja nicht. Und dann vergesse ich oft, wo ich war oder ich breche ab und fange plötzlich mit was Neuem an. Ich meine, das habe ich sowieso sehr oft. Auch wenn ich mich nie nebenbei schminke. Aber ich glaube, da ist das noch ein bisschen schlimmer. Also wenn das für euch trotzdem okay ist, können wir das tun. Der riecht übrigens voll nach Maggi. Aber der ist ganz gut. Den MAC Bronzer, den ich mir gekauft hatte, den sieht man an meiner Haut gar nicht. Ich weiß nicht, ob der. Der ist für mich, glaube ich, einen Tacken zu hell, deswegen wollte ich den ja verkaufen. Ist ja voll in die Hose gegangen. Selbst schuld, Diana. Den hier sieht man aber, finde ich, ein bisschen besser. Ist jetzt nicht bam, wow, hier, Kram. Ich muss den Pinsel jetzt, glaube ich, mal auch waschen. Vielleicht kamen deswegen auch die Pickel. Ich wasche den jetzt nicht nach jeder Benutzung, aber ein, zwei Mal pro Woche wasche ich den eigentlich schon. Ich werde jetzt mal meine Wimpernzange anföhnen. Und ja. Ich wollte diesen Pinsel benutzen, um meinen Blush aufzutragen. Den habe ich gestern Abend gewaschen, habe einen Brush Guard drüber gemacht und jetzt ist er noch nicht trocken. Und es ist schon Mittag. Der ist über 12 Stunden lang, hatte der Zeit zum Trocknen. Verdammt. Dann nehmen wir einen anderen. Dann nehme ich jetzt den hier von Zoeva. Das ist der 127er Luxe Sheer Cheek. Finde ich persönlich nicht so gut. Aber jetzt habe ich ihn halt. Und ich benutze von NYX die Farbe Amber. Ich hatte unter meinem letzten Video die Frage. Von wegen, ich wollte bei NYX bestellen, die bieten aber nicht Lieferung nach Deutschland an. Ja. Du hast mein NYX-Bestellvideo nicht gesehen, ne? Die liefern auch nicht nach Deutschland. Das musst du bei dem Postfach machen lassen. Zum Beispiel Ship It To. Habe
habe ich in dem Video erklärt, meine ich. Ja, daran erkenne ich immer die Leute, die die Videos nicht geguckt haben. Ich versuche gerade, nicht zu viel zu nehmen. Das ist echt, ich hätte gerne mehr davon. Weil es ist echt so, du dippst da rein und bäm, Farbe. Deswegen klopfe ich auch so viel ab. Und ich versuche das echt ganz langsam aufzubauen. Reicht auch jetzt. Wisst ihr, was ich immer mache? Macht ihr das auch so? Wenn ich fertig bin, dann schmier ich das immer so an meinem Arm ab. Weil ich wasche den Pinsel ja nicht nach jeder Benutzung. Deswegen versuche ich den immer so ein bisschen sauber zu pinseln. So, Highlighter. Ich wollte heute unbedingt den von Laura Mercier benutzen. Den. Bäm. Ich bin so froh, dass diese Kamera einen Autofokus hat, ey. Die kennen die andere, die hat das ja nicht. Abklopfen, immer. Das ist auch ein Zuüberpinsel. 114. Finde ich so gut, dass ich schon einen davon verschenkt habe. An Lena. Lena, ich hoffe, du magst ihn. Ich finde ihn toll. Und ich halte ihn wirklich nur so ganz locker. Ich muss immer extrem aufpassen, dass ich nicht zu weit nach vorne gehe. Weil dann sieht es bei mir komisch aus. So, nicht die Nase vergessen. Ich habe meine Nase heute gar nicht konturiert. Stroben wir sie mal. Mein Akku kann das nicht mit so langen Videos. Merke ich. Jetzt mittlerweile. So, jetzt kommt Puder aufs Gesicht. Ich nehme das hier, das MAC Mineralized Skin Finish Natural. Scheiße, das ist mein Puderpinsel bestimmt ja auch gar nicht trocken, weil... Habe ich auch gewaschen. Oh doch, der ist trocken. Lustig. So, ich bin kein Riesenfan von diesem Zeug, aber wir müssen es ja leer machen, ne? Falls das hier gleich abrupt abbricht, dann tut es mir leid, dann war der Akku leer. Ich habe keinen Ersatzakku. Aber der blinkt da schon wieder. Gut, dass ich schon relativ fertig bin. Worüber ich eigentlich noch sprechen wollte, ist ein Kommentar, den ich bekommen habe beim letzten Mal von wegen, ich sollte mir Persönliches zeigen. Das mache ich bewusst nicht. Ich beantworte bewusst keine Fragen über Freund etc. Denn das habe ich mal gemacht. Ich habe gesehen, wo mich das denn gebracht hat. Ich habe sehr viele, also man macht sich dadurch sehr angreifbar. Und das möchte ich nicht. Man sieht ja bei anderen YouTubern, die das machen, die ihre ganzen Familien zeigen, die alles filmen, Tag und Nacht und hier und da und alles erzählen. Man sieht an den Kommentaren, dass das nicht gut ist. Und ich möchte keine Negativität und keine negativen Kommentare hier auf meinem... Was heißt, ich möchte keine Negativität? Ich bin oft genug selbst. Manchmal negativ, manchmal auch nicht. Aber ich möchte einfach nicht, dass in meinen Kommentaren rumgehatet wird. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass wenn ich das nicht mache, what the hell, dann kommt auch nicht so ein Scheiß. Ich möchte das nicht. Und ich finde, Essence Make Me Brow. Ich finde, ihr solltet mir auch nicht versuchen, das einzureden, dass ich das muss, damit ihr mich mehr guckt. Ich zeige schon so einiges. Ich zeige auf Instagram und Snapchat auch so einiges. Auf YouTube. Ja. Follow Me Around Videos sind einfach nicht mein Ding. Das habe ich schon öfter gesagt. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann will ich nicht die ganze Zeit die Kamera irgendwo drauf halten. Dann will ich die Zeit genießen, die ich da habe. Und selbst gucken und schauen und erleben. Die will heute nicht. Anstatt die ganze Zeit zu überlegen, ah, das ist ein tolles Motiv, was könnte denen gefallen, was wollen die sehen und ich muss jetzt das filmen und muss das filmen und dafür gibt es Big Brother und den ganzen Kram und dann müsst ihr das halt gucken. Oder diese ganzen Sendungen, mir fällt dieser verdammte Name nicht ein, wo irgendwelche Paare begleitet werden, Tag und Nacht, da müsst ihr sowas gucken. Oder die Geissens oder
wie sie alle heißen. Ich bin dafür nicht. Das ist nicht mein Ding. Und auch meine Familie und meine Freunde und Bekannten, die wollen einfach nicht in den Videos auftauchen. Und das respektiere ich. Dann kann ich die nicht zwingen. Upsi. So, fertig bin ich. Wenn ihr möchtet, ich weiß nicht mal, ob ich das jetzt schon gesagt habe oder nicht. Da seht ihr mal, wie verwirrt ich bin manchmal. Wenn ich nochmal so ein Video machen soll, wenn ihr das gut findet, dann... Also, ja, ihr hattet ja schon geschrieben, dass ihr es gut findet, aber das war ja jetzt das zweite. Und ihr könnt, kann ja sein, dass ihr jetzt sagt, ach nee, doch nicht so geil. Weiß ich halt nicht. Dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und schreibt auch dazu, was ihr sonst noch gerne von mir hören möchtet. Also... Doch, das habe ich gesagt, ne? Ich bin so verwirrt. Ja. Ja. Also, ich esse jetzt was. Weiß noch nicht, wann ich das hochlade. Ich danke euch dafür, dass ihr dran geblieben seid. Ich danke auch nochmal für die ganzen lieben Kommentare bei dem letzten Schmink- und Quatsch-Video. Und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Akku leer. Ist gerade schon ausgegangen.